Die erste Stoßrichtung ist die horizontale und vertikale Integration, das, was man normalerweise unter dem Begriff Industrie 4.0 sieht. Die zweite Stoßrichtung, und die ist jetzt auch aus dem Wettbewerb heraus für mich neu dazugekommen, sind kleine, smarte, clevere Lösungen, die das ganze Thema von unten im Sinne eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses dann mehr und mehr auffüllen. Dann das dritte Thema ist Robotik, Mitarbeiterunterstützung, Entlastung des Mitarbeiters. Vierte Stoßrichtung, das Thema Big Data, das heißt also aus Daten Wissen machen. Und last not least, das fünfte Thema, das neue Geschäftsmodelle, die man auf Grundlage von Industrie 4.0 Applikationen aufbauen kann. Aus meiner Perspektive, das Wichtigste von den Fünfen ist, so wie ich es momentan wahrnehme, dass man sich ein Fundament schafft, dass man kleine, clevere Lösungen macht, mit denen man dann die Leute überzeugt, mit denen man dann Mitarbeiter, aber auch Vorgesetzte und Betriebsräte überzeugt und die dann die Basis dafür bilden, dass man dann größere Lösungen darauf aufsetzen kann. Jeder, der nicht kapiert, dass man jetzt auf den Zug aufspringen muss, der das für sich Notwendige und Hilfreiche erkennt und das dann auch umsetzt, der wird über kurz oder lang ins Hintertreffen geraten und der wird über kurz oder lang einen Wettbewerbsnachteil haben. Ich erinnere bloß nochmal an die cleveren, smarten Lösungen. Die Firmen, die jetzt daran arbeiten, sind in einem Jahr einen ganzen Schritt weiter. Die jetzt nichts machen, haben in einem Jahr damit einen deutlichen Nachteil im Vergleich zu solchen Unternehmen, die da jetzt aktiv sind. Eine große Implikation im Vergleich zu noch vor einem Jahr, wo Industrie 4.0 vor allen Dingen auch ein sehr stark theoretisches Gebilde war, wo man über Vernetzung in allen Ebenen nachgedacht hat, hat sich jetzt herauskristallisiert, dass Industrie 4.0 auch ist, mit kleinen, cleveren Lösungen Schritt für Schritt besser zu werden. Zum Beispiel mal, um eine zu nennen, Entschichtplanung auf einer Doodle-Plattform. Vorher viele, viele Schnittstellen, eine hohe Unzufriedenheit in der Mannschaft, ein langwieriger Prozess, ein Haufen Aufwand, der notwendig war. Am Schluss war keiner zufrieden. Heute doodelt man den Schichtplan, das, was man im privaten Umfeld auch gerne macht, wenn mal 4, 5 Leute gemeinsam einen Termin suchen. Und auf die Art und Weise hat man mit einem ganz einfachen, verfügbaren Instrument es geschaffen, in einem Unternehmen schneller zu werden, präziser zu werden, für die Zufriedenheit der Mitarbeiter zu sorgen und dabei noch einen Haufen Geld zu verdienen. Also derzeit ist ja das Thema Industrie 4.0 in der Lehre, wenn wir ehrlich sind, nur in ein paar ganz wenigen Hochschulinstituten selektiv verankert, nämlich in denen, die in dem Thema Industrie 4.0, wie beispielsweise die TU München, von Anfang an mitgearbeitet haben. Da bringen die Professoren, Professor Reinhardt zum Beispiel, der auch in dem Gremium dabei war, mit Sicherheit auch Inhalte aus dem Industrie 4.0-Kontext in die Vorlesungen rein. In allen anderen Lehrstühlen ist es so und auch an den Hochschulen ist es so, dass man zunächst mal, wenn überhaupt, darauf aufmerksam geworden ist und dass der ein oder andere Professor, Lehrstuhlinhaber, das ein oder andere von dem ganzen Industrie 4.0 so langsam in die Vorlesungen einpflegt und einfließen lässt. Um dann aber wirklich ein Stück weiterzukommen, müsste man neue Lehrstühle bilden, man müsste neue Schwerpunkte setzen, man müsste neue Ausbildungsrichtungen definieren. Und da, ehrlich gesagt, sehe ich doch noch einen weiten Weg dahin. Nach meinem Dafürhalten vergehen bestimmt noch 3 bis 5 Jahre, bis sich da ein erster Wandel abzeichnet und das, was man jetzt in der Industrie beginnt zu sehen, dann auch in der Hochschullandschaft sieht.